Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute bei timetodo.ch wieder dabei sind. Heute am Mittwoch haben wir wieder einiges Aktuelles zu berichten. Welche Veranstaltungen wo sind, welche Vorträge, was sonst noch so passiert. Und natürlich habe ich mittwochs immer ein Special-Thema. Heute habe ich den Mann zu Gast, den ich vor einer Woche? Zwei Wochen. Den ich vor zwei Wochen schon als Buchautor hier vorgestellt habe. Und zwar geht es um dieses wunderbare Buch, wo ich zwischenzeitlich auch mal reinschauen konnte. Ganz lesen habe ich es leider noch nicht gekonnt, aber reinzuschauen. Eine zukunftsfähige Geld- und Wirtschaftsordnung für Mensch und Natur. Jeder kann die Zukunft mitgestalten. Und freue mich, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Uwe Burka. Guten Abend. Danke, Norbert. Uwe, es war faszinierend. Irgendwann war das Buch auf meinem Tisch und eine Mail und ich war fasziniert schon vor dem Titel. Ich bin selbst dran, seit ein paar Jahren zu skripten für so ein Buch, aber ich habe gesehen, dass ich doch das manchmal so machen muss, wie der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Kohl, es gesagt hat, manche Dinge muss man aussitzen. Und dann kommt ein anderer Fleißiger daher und schreibt schon das, was man so im Kopf hat. So ein bisschen zu deiner Person. Ich meine, du wirst kaum als Autor von Neuen Wege-Büchern auf die Welt gekommen sein, hast irgendwann wahrscheinlich was ganz anderes gemacht. Wie bist du überhaupt zu dieser Thematik gekommen? Oh, Norbert, das ist ein langer, langer Weg. Und du kennst das ja auch, du bist auch in meinem Alter. Und bis es endlich mal Klick macht, da braucht man ein paar Jahre. Ja. Ja. Ich hatte das Glück, dass ich schon mit Anfang 20, also 21, 22, dass es da Klick gemacht hat. Ich habe nämlich vorher ein Leben geführt, was wirklich ganz im Äußeren war, mit großen Autos und so weiter. Ja, wie sich das eigentlich gehört, wenn man die Medien anguckt oder die Reklame anguckt. So, wir werden ja geprägt von unserer Umwelt, ja, ganz klar. So ein Leben habe ich geführt. Und dann schenkte doch mein Großvater mir ein Buch, Die Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner. Und da habe ich gemerkt, Mensch, was ist eigentlich mit meiner Freiheit? Ich bin ja gar nicht frei wirklich im Denken. Ich bin ja gar nicht frei, wie ich die Dinge beobachte, ja, und wie ich darauf reagiere. Ich bin ja eigentlich nur ein Rad im System. Und dann habe ich angefangen, die Dinge selber zu beobachten, selber nachzudenken und selber, ja, in den Himmel geguckt, was ist wirklich wahr? Wirklich umgucken, das ist die erste Voraussetzung. Ja, und dann bin ich nach ein paar Jahren der Suche überall in der Welt. Ich habe einige Weltreisen gemacht, immer wieder zurückgekommen zum Arbeiten. Ich war bei der Post gewesen früher als Fernmeldemechaniker und habe da aber auch dann gesehen, es wurde abgehört und Leute manipuliert. Und da habe ich dann intern eine kleine Revolution gemacht. Ich habe das an die Presse und ans Fernsehen gegeben, wie viele Leute abgehört werden. Ja, und durch diesen Prozess der Politisierung habe ich mich dann auch mehr und mehr distanziert von diesem System und habe neue Dinge gesucht. Ich muss dich gerade mal unterbrechen. Wann war das mit dem Abhören? Das war Anfang der 80er Jahre war das. Ja. Und Mitte der 80er Jahre dann. Jetzt wieder für die Zuschauer so ein kleines Aha-Erlebnis. Mitte der 80er Jahre war es schon bewusst, dass wir ständig überwacht und abgehört werden. Und wenn Sie jetzt so ein kleines Déjà-vu haben, ein paar Monate zurück, als die ganze NSA-Affäre hochgekocht ist, wie man sich da verwundert gezeigt hat über Abhören. Seit den 80er Jahren werden die Leute abgehört über die Fernmeldeleitungen und so weiter und von wegen Gerichtsbeschlüsse und alles hin und her. Das läuft einfach so. Und wie gesagt, Rechtsstaat ist was ganz anderes. Aber wir sehen ja, wie es in der Realität ist. Ja. Auf alle Fälle habe ich dann massiv an der Anti-Atomkraft-Bewegung, da in der Bewegung war ich. Damals waren die SS-20 gegen die Pershing-2-Raketen. Da habe ich mal sehr dran teilgenommen an diesen ganzen Demonstrationen. Ich habe selber überlegt sogar, ich habe wirklich überlegt, Sendemasten und Strommasten hochzusprengen damals. Aber dann dieses besagte Buch, was ich dann gelesen habe, hat mich auch auf eine andere Richtung gebracht. Ich habe mich dann entschieden, nicht mehr gegen Dinge zu sein, sondern ich habe mich entschieden, für Dinge mich einzusetzen.
das ist eine der besten Entscheidungen, die man treffen kann. Mhm. Ging mir übrigens irgendwann exakt genauso. Ja. Mhm. Auf alle Fälle habe ich dann bin ich dann mit meiner damaligen Freundin, dann später Frau, bin ich nach Italien gegangen, in eine alternative Gruppe, die einen Bauernhof hatte, und wollte da das biologische Gärtnern und Ackern lernen. Und allerdings war die Enttäuschung sehr groß, weil es wurde viel geredet, aber wenig getan. Da konnte ich wenig lernen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, nach England zu gehen. Da bin ich dann in das Emerson College gegangen, wo ich biologisch-dynamische Landwirtschaft für Dritte Weltländer studiert habe. Mit Sozialzusammenhängen, mit Wirtschaftszusammenhängen. Und das war eine erstklassige Ausbildung und hat mir wirklich ein Fundament gegeben. Mhm. Ich bin zwar oft in Asien und Afrika dann gewesen für Beratung, aber richtig gelebt habe ich dann da nicht, weil ich schon früh mit einer Familie angefangen habe. Und dadurch sind wir in England geblieben und sind zu einer Gruppe gegangen, die gerade ein ökologisches Dorf aufgebaut hat, ein Campbell-Dorf. Und wir haben da massiv dieses Dorf mit aufgebaut. Wir hatten eine biologisch-dynamische Landwirtschaft, wir hatten Werkstätten, wir haben integriert auch Behinderte in unser Dorfleben und wir haben eine andere Wirtschaft untereinander geführt. Wir haben damals schon die sogenannte solidarische Landwirtschaft eingeführt, wo wir nicht die Produkte bezahlt haben, sondern die Gruppe der Bauern unterstützt haben. Und die haben den Kunden dann eben uns dann eben die Lebensmittel geschenkt. Ja, das war also eine ganz andere Sicherheit, wie man miteinander umgehen kann. Und Gott sei Dank ist das ja heute sehr im Kommen, die sogenannte solidarische Landwirtschaft, und wo man wirklich Verantwortung füreinander übernimmt. Ja, und ich muss sagen, diese Jahre, wo ich das aufgebaut habe, also auch die Landwirtschaft mit, und dann konnte ich parallel eine Pflanzenkläranlage aufbauen für unser Dorf, die erstmal nicht funktionierte. Dann habe ich mich da reingehängt und dann funktionierte die besser und besser. Und bis dann die Wasserbehörde mir sagte, ja, Uwe, du produzierst das sauberste Wasser in ganz England. Also auf behördlicher Seite war ich dann bekannt und bin dann von den englischen Wasserbehörden eingeladen worden, mit zu dem Forschungskreis da mitzumachen. Und der damals übrigens auch für die EU die ersten Wassergesetze mit ausgearbeitet hat. So einige Punkte, die wir heute in der EU haben, die stammen sogar von mir. Sind damals entstanden, ich hoffe, es waren sehr positive Dinge. Ja, dass zum Beispiel Wasser an der Stelle zu versickern hat, wo es anfällt und nicht über kilometerlange Rohre einfach abgeführt wird. Ja. Also das ist ein Punkt, der durch meine Arbeit damit reingekommen ist. Dann ist das Fernsehen aufmerksam geworden auf die Arbeit. Und dann war mal für 2 Tage BBC Fernsehen bei uns und hat dann einen Film gedreht über unsere Wasseranlagen, wie ich das Wasser reinige oder wie ich auch Wasser finde. Und das wurde dann abends, frühen Abend ausgestrahlt für 1 Stunde und dann, ja. Dann warst du in ganz England bekannt. Ja, und, und dann habe ich so viele Anfragen bekommen für Wasserfragen, aber dann auch Umweltfragen, sodass ich dann mehr oder weniger gezwungen war, die Landwirtschaft meinen Kollegen zu überlassen. Und ich habe dann ein Beratungsbüro aufgemacht für ökologische Entwicklungsfragen und konnte dann überall in England, auch in der Großindustrie, aber dann auch habe ich für Prinz Charles gearbeitet. Dadurch bin ich dann noch bekannter geworden und bin dann eigentlich rumgereicht worden an vielen Projekten in England, aber auch in Europa und in Asien, Afrika, und konnte überall Wasserprojekte und ökologische Projekte mit betreuen. Jetzt bist du ja auch viel gereist. Ich war auch in 33 Ländern dieser Welt. Und wenn man so überall hineinschaut, du hast vorhin von Asien gesprochen, war ich auch viel, in Afrika nicht so viel, dann Europa, Amerika und so weiter. Wenn man überall hinschaut, sieht man ja immer ein paar Sachen. Einmal, woanders gibt es auch schlaue Köpfe, das ist die eine Geschichte, die ich immer sage. Und zum Zweiten,
würden wir gegenseitig uns unsere Erkenntnisse zur Verfügung stellen, dass wir den Afrikanern zeigen, was wir können, und die zeigen uns, was sie aus ihrer Entwicklung und Geschichte gelernt haben. Mhm. Und man würde das in eine Harmonie bringen, hätten wir ein Paradies auf der Welt und keiner müsste Mangel leiden, alles wäre da. Ja. Warum tun sich viele so schwer, das zu sehen? Was denkst du, woran das liegt? Ich denke, das ist unsere Gier nach Geld. Also zum Beispiel ist mir vorgeschlagen worden, immer wieder vorgeschlagen, dass das, was ich besonders mit dieser Wasseranlage, die ich da entwickelt habe, dass ich das patentieren soll. Ja, dass ich die einzigen Rechte habe und dann diese Patente verkaufen und dann würde es mir gut gehen. Ja, ja, ja. Ich bin den entgegengesetzten Weg gegangen. Ich habe Seminare angeboten und die gingen eine Woche lang. Und habe den Kollegen oder den Menschen, die kamen zu diesen Seminaren, denen habe ich total mein Wissen hingelegt. Ja? Wie man mit Wasser umgeht, wie man Wasser reinigt, wie Pflanzen funktionieren, wie man einen Organismus aufbaut. Das habe ich denen mitgeteilt. Ja? Und das Interessante war, damals sind insgesamt zum Beispiel in England 11 Firmen entstanden, die das Gleiche machten wie ich. Also Konkurrenz habe ich aufgebaut. Und trotzdem habe ich mehr und mehr Arbeit bekommen, weil selbst die Kollegen, immer wenn etwas schwierig wurde, haben sie mich gefragt, ob ich das machen kann. Ja, ja, ja. Und so habe ich dann innerhalb kürzester Zeit, brauchte ich dann 5 Kollegen, die mir geholfen haben, diese Anlagen zu realisieren. Aber hat natürlich auch dazu beigetragen, dass du dir ein riesiges Know-how aufgebaut hast. Ja, das Interessante ist sowieso, wenn man Berater ist, ich komme dann zum Beispiel in eine Firma oder in eine Stadt und erstmal lasse ich mir zeigen, wie die Stadt oder wie die Firma funktioniert. Ja? Und insofern habe ich zum Beispiel für die große Pharmaindustrie SmithKline-Beecham gearbeitet, die meisten Antibiotika in der Welt herstellen. Und die hatten solche Umweltprobleme, weil die ein Rohr von 1 Meter Durchmesser in die Nordsee schickten mit ihren Abwässern. Boah. Ja, und das war so eine Chemiesuppe und ja, konventionell konnte man damit damals nicht umgehen. Und dann hatten die mich gefragt und ich habe mir dann das angeguckt und gesehen, dass man viele organische Substanzen erst gar nicht in das Wasser reingeben braucht, sondern man nimmt es vorher raus und macht Kompost daraus. Und die Direktion sagte damals, wieso Kompost und so. Ja, und da habe ich gesagt, ja, Kompost, das kann den Humus wieder aufbauen. Und ja, ich habe dann viele Experimente gemacht. Die haben mir dann über viele 100 Kilometer dann in unser Dorf, haben die dann diese Substanzen, also den Kuchen von den Antibiotika gebracht. Und ich habe dann da Kompostexperimente mitgemacht und auch Experimente mit deren Abwasser in unserer Anlage. Und dadurch haben die also zumindest 2/3 ungefähr der ganzen Brühe, die da reinging, ging nicht mehr ins Wasser, sondern es wurde Kompost gemacht. Ach. Und manche Dinge, die sind so einfach, aber vorher konnte ich lernen und lernen, wie sowas überhaupt funktioniert. Und ich konnte lernen, wie Städte funktionieren, die nämlich heute gar nicht funktionieren, kann man sagen. Die meisten Städte sind eigentlich wild gewachsen oder nur nach dem Geld gewachsen. Mhm, ja? Und das Auto regiert heute die Stadt und nicht mehr der Mensch. Ja? Und dabei, auch so eine Thematik, ja. Ja, also wenn ich... Ich habe oft bei Stadtplanungen mitgeholfen oder Visionen entwickelt für Städte, zum Beispiel für Leipzig oder Rom, die Stadt Rom. Und da muss man einfach sagen, dass unsere Städte, die sind zur Hälfte der Fläche, die Hälfte der Fläche sind in der Regel versiegelt durch Straßen. Verkehrswege, genau. Ja, und das sind eigentlich nur 10-15% der Fläche ist versiegelt mit Häusern. Und das machen sich die Leute gar nicht bewusst. Wir könnten richtig grüne Städte haben, wenn wir also das Auto ein bisschen mehr in Frage stellen würden. Ja. Vor allen Dingen sage ich mir heute, wir haben ja in vielen Bereichen heute eine ganz andere Problematik, dass die Entwicklungen und Erfindungen, die uns viele Dinge vereinfachen würden, vorhanden sind, aber durch unsere Wirtschafts- und Geldsystematiken, unsere Konzernstrukturen und dieses ganze Aktien- und Geldgewischel-Thema werden solche Systeme, ich sag mal zum Beispiel freie Energie, ich sag Reifen, die sich nicht mehr abnutzen, Lichtmaschinen, die nicht kaputt gehen, Batterien, die nicht mehr kaputt gehen,
Ich könnte unendlich lange Dinge aufzählen. Ist alles fertig, habe ich alles auch selbst schon gesehen. Ja. Auch freie Energiemaschinen habe ich schon gesehen. Ja. Könnte man alles machen, dann wären viele Probleme gar nicht da. Mhm. Die aber heute wieder mit viel Geld, was der Mensch erarbeiten muss, dann wieder in den Griff zu kriegen sind. Vor kurzem hat ja einer scherzhaft gesagt, wobei ich den Scherz gar nicht so scherzhaft fand. Der hat gesagt, na, jetzt warten wir mal ab. Jetzt haben sie so lange rumgemacht mit der Umwelt verschmutzen, dass unsere Luft irgendwann nicht mehr genießbar ist. Jetzt wird es dann irgendwann kommen, dass ein ganz schlauer Politiker vorschlägt, ja, wir müssen jetzt eine Luftsteuer erheben, um unsere Luft wieder sauber zu machen. Aber die haben das meiste Geld daran verdient, die Luft zu verdreckeln. Und wir müssen jetzt wieder Geld bezahlen, um die Luft wieder sauber zu machen. Mhm. Also es gibt schon groteske Systeme, die sich aber nicht resultieren auf den gesunden Menschenverstand, sondern sie resultieren einfach auf gewachsene Dinge, die dem Profitgedanken unterworfen sind. Ja, ja, vorweg erstmal so dieser Profitgedanke, der ist, der geiselt uns ja alle. Und einfach nur mal so wirklich vorweg gesagt, das sind nicht nur die da oben oder ein kleiner Verschwörungskreis, die uns geiseln, sondern das sind wir in erster Linie selber. Weil dieser Bacillus des Profitdenkens, den hat jeder von uns in sich. Den hast du, den habe ich in mir. Ja. Wirklich dieses billig kaufen wollen. Billig, billig kaufen wollen. Für ja. sein erarbeitetes ja. Geld möglichst viel Gut ja. bekommen. Ja. Aber das ist eigentlich genau der gleiche Egoismus wie die anderen, die eigentlich auch nur abstauben wollen. Diese Frage, was braucht mein Mitmensch überhaupt? Die wird so gut wie gar nicht gestellt. Dabei ist das eigentlich Wirtschaft. Übrigens das nur so nebenbei gesagt, ich beschreibe das auch in meinem Buch, diese Begriffe Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit. Diese drei Begriffe, da redet jeder von, aber verstehen tut die kaum jemand. Weißt du, welcher dieser drei Begriffe mit der Wirtschaft zu tun hat? Wahrscheinlich der Gleichheitsbegriff, oder? Nein. Das sollte der Staat eigentlich für sorgen, dass wir gleich sind. Okay. Ja, weil als Menschen sind wir alle gleich. Auch im Sozialen untereinander sollten wir gleichberechtigt sein. Mhm. Egal, welche Hautfarbe wir haben oder ob ich reich oder arm bin, wir sollten als Menschen untereinander gleich sein. Und der Staat sollte da gefälligst für sorgen, dass wir gleich sind, gleiche Rechte, Ausbildungsrechte und dergleichen haben. Die Freiheit, die gehört zu unserem Geistesleben. Mhm. Jeder sollte frei sein im Denken, ja, in der Religionswahl, in der Kultur, ja. Da gehört die Freiheit hin. Mhm. Zur Wirtschaft gehört die Brüderlichkeit. Sehr gut, ja, klar, und logisch. Warum? Wir sollten füreinander arbeiten. Wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Wir machen nicht mehr alles als Selbstversorger, das gehört zur Vergangenheit. Und da sollten wir auch nicht wieder hin, dass jeder selber alles für sich macht. Sondern wir haben eine Arbeitsteilung und das ist gut. Das gibt uns wahnsinnige Freiheiten. Ich muss nicht mehr mein eigenes Hemd machen, ja, mein eigenes Auto bauen oder was immer. Oder Schuhe machen ja. oder alle ja. diese Dinge. Sondern es ist schön, dass wir verschiedene Talente haben und dass wir füreinander arbeiten. Die Realität ist einfach so, dass wir füreinander arbeiten. Und das deswegen Brüderlichkeit, ja, für den Bruder oder die Schwester. Man sollte es eigentlich nicht Brüderlichkeit, sondern Schwesterlichkeit oder Geschwisterlichkeit nennen, füreinander arbeiten, eine Bedarfswirtschaft aufbauen. Was brauchst du? Nicht, wie kann ich Geld machen? Und dieser Gedanke, der ist nicht nur oben angesiedelt bei den großen Firmen, wie kann man schnell Geld machen, sondern bei jedem. Die meisten Menschen gehen zur Arbeit, damit ich Geld habe. Nicht genau. In erster Linie, damit ich jetzt etwas Gutes für dich mache. Ich meine, ich nehme dir ab, dass du die Sendung machst, nicht weil damit du Geld verdienst, das brauchst du auch, aber in erster Linie, damit du uns mit Informationen versorgen kannst. Ja, und ja. das meinen ja viele, an der Sendung verdiene ich gar kein Geld. Das geht über die Werbeeinschaltungen, da verdiene ich Geld, an der Sendung kann ich gar kein Geld ja. verdienen, weil die kostet mhm. Geld. Ja. Aber ja, da, du verstehst, was ich meine, ja. Wer geht wirklich zur Arbeit, damit ich den anderen helfe? Als Krankenschwester, damit ich wirklich den Kranken helfe. Mhm. Ja? Und als Maurer, damit ich wirklich ein Haus baue. Ja? Was das Interessante ist, dass die Menschen, die noch irgendwie im praktischen Leben sind, die machen das ja tatsächlich noch zum Teil zumindest, dass sie wirklich für die Sache arbeiten. Aber umso mehr man sich wegentwickelt von der praktischen und sozialen Gegebenheiten, umso mehr
arbeiten die Leute für Geld. Und ich denke, das fängt schon an, wenn ich in irgendeiner Behörde arbeite und nur noch irgendwelchen Formularen nachgehe, wo es gar nicht mehr vielleicht um den Menschen geht, sondern wirklich nur noch um irgendein Gesetz. Und noch schlimmer... Um Systeme am Leben zu halten. Ja, und noch schlimmer, die Menschen, die eigentlich nur noch arbeiten, indem sie jetzt spekulieren, das ist ihre Arbeit. Und spekulieren heißt eigentlich auf Kosten anderer Menschen leben. Ja? Also umso weiter man eigentlich dieses, oder sagen wir mal, hochsteigt im Gewinn, umso weniger sieht man, dass die Menschen wirklich für den anderen arbeiten. Also ich wollte das nur einfügen, weil ich habe das da im Buch ein bisschen einfach, aber ich habe es beschrieben, was eigentlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, was das bedeutet. Also Wirtschaft ist etwas Geschwisterliches, Brüderliches. Mhm. Und wir sollten eigentlich eine Wirtschaft aufbauen, die eine bedarfsorientierte Wirtschaft ist. Würde natürlich viel unseren Ressourcen entgegenkommen, würde diese ganzen Verschwendungen und Überproduktionen komplett eliminieren. Aber gehört auf der anderen Seite auch nicht so eine Wertschätzung dazu? Beispiel das 5-Franken-T-Shirt aus Bangladesch, was dann im, glaube ich, im reichsten Land der Welt, habe ich jetzt vor kurzem nochmal gelesen, ist die Schweiz im Verhältnis zu allen anderen auf dieser Welt mittlerweile. In dem Land braucht es hier T-Shirts um 5 Franken, die Kinder herstellen in irgendwelchen Fabriken, da wollten wir gar nicht reingehen, geschweige denn dort arbeiten, und die dann vielleicht am Tag 50 Cent verdienen. Müssen wir ein 5-Franken-T-Shirt haben? Nein, das müssen wir nicht. Aber das Schlimme ist ja, das sind ja nicht nur die billigen Dinge, die wir nur für 5 Franken kaufen. Selbst unsere Schuhe, zum Beispiel die Nike-Schuhe, die über 100 Franken kosten, die werden da unten für 1 Franken oder 1,50 Franken hergestellt. Ja? Und also selbst, es ist nicht nur der hohe Preis, also es sagt, dass es gut ist, ja? Ja. Das sagt es überhaupt nicht. Wir müssen wirklich fragen, wo werden die Dinge hergestellt, unter welchen Bedingungen, also unter welchen Umweltbedingungen und unter welchen Sozialbedingungen werden die Dinge hergestellt. Und in dem Moment, wo ich irgendetwas kaufe, übernehme ich die Verantwortung. Sollte ich die Verantwortung übernehmen. Aber das tun wir halt unbewusst, weil das ja gar nicht sensibilisiert ist, die Thematik. Die Thematik, die sensibilisiert ist in unserer Gesellschaft, heißt ja, hast du was, bist du was. Ja. So. Aber nochmal zu dem Gedanken zurück. Für jedes Teil, was ich aus dem Ladenregal nehme, ob es jetzt Schuhe sind oder Zucker oder was immer, da wird hinten was nachgeschoben. Richtig. Und ich bestimme, wer das nachschiebt. Ja? Wenn ich ein 5-Franken-T-Shirt rausziehe, dann wird hinten ein 5-Franken-T-Shirt, wo die nur 10 Rappen für kriegen übrigens, ja? unterstütze ich diesen Prozess. Ja? Und es wäre vielleicht eine gute Aufgabe, sich jeden Tag über nur irgendein Ding, ob es jetzt ein Kugelschreiber ist, ein Glas oder sonst was, einfach mal als Übung, eine kleine meditative Übung. Ich nehme mir vor und überlege mir, wo kommt der her? Wie viele Menschen haben daran gearbeitet? Und wenn ich das durchdenke, dann weiß ich, da sind Transportunternehmen bei gewesen, da sind Rohstoffhändler bei gewesen, da sind Maschinen bei gewesen. Ja? Und diese Maschinen wurden wieder aus anderen Teilen gebaut, die von überall herkamen. Wenn ich das durchdenke, ist dieser Kugelschreiber, der ist von der ganzen Menschheit hergestellt worden. Kann man so sehen. Es ist, genau. Es ist de facto so. Sehen. Ja. Ja. Und dann komme ich dahinter, dass ständig in diesem Augenblick für uns in der gesamten Welt die Menschen arbeiten und für uns die nächsten Hemden machen, für uns die nächsten Schuhe machen, die nächsten Glühbirnen machen. Computer, was auch, weiß ich. Auch wenn ich schlafe. Ja. Also, wenn Menschen meinen, sie gehören, weil sie ja nicht arbeiten oder so, oder sie machen ja nichts Schlimmes, weil sie keine schlimme Arbeit machen. Wir gehören als Konsumenten, vom Kugelschreibern oder Autos, wir gehören alle voll in diese Wirtschafts-, in dieses Wirtschaftsgeschehen rein und nehmen daran teil. Nämlich, wie wir konsumieren, hat einen Effekt auf die ganze Welt, weil die ganze Welt für mich arbeitet. Und ich bestimme, wer unter welchen Bedingungen für mich arbeiten kann. Das ist zwar heute sehr, sehr schwierig, weil fast alle Rohstoffvorkommen gehören Spekulanten.
Ja. Richtig. Fast alle Transportunternehmen gehören Spekulanten. Fast alle Produktionsfirmen gehören Spekulanten. Energieunternehmen. Die Verteiler gehören zu den Spekulanten. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich da noch wieder rauszuziehen. Aber nicht vergessen die Medien, die das dann noch alles transportieren. Ja. Unsere Politiker übrigens auch, die gehören auch schon dazu. Also ich möchte nicht sagen alle, aber es gibt ganz tolle Politiker auch, die ihr Bestes versuchen. Aber in der Regel vertreten unsere Politiker dieses System. Die erste Nummer, sage ich immer, um das zu ändern, ist den Lobbyisten Zutritt zu Politikern zu verwehren. Das sage ich immer, solange das geht, ist diese Systematik Tür und Tor geöffnet. Ja. Ist gar nicht anders möglich. Ja. Und ich sage auch immer so, wenn ich das mir anschaue, in der Schweiz ist es ja so, dass viele Parlamentarier hier noch in Verwaltungsräten von Unternehmen sind, manche sogar mit 10, 12 Verwaltungsratsposten. Und dann sage ich immer, ein Land, was durch Unternehmer oder Verwaltungsräte oder Vorstände von Unternehmen regiert wird, wird wie ein Unternehmen geführt. Anders kann es gar nicht sein. Ja. Da wird alles auf Profit ausgerichtet, obwohl ich sage, ein Staat sollte ja eigentlich seine Sozialkompetenz nach oben fahren. Mhm. Und Staat heißt ja eigentlich, für das Volk da zu sein. Ja. Und so, wenn ich hingehe und schaue mir dann diese ganzen Worte und Entwicklungen an, Amt, Beamte, Amtare, übersetzt zu dienen. Ja. Und wenn ich mir das anschaue, dann wurden in der Schweiz 2001 die Beamten abgeschafft. Das muss doch jedem dann klar sein, was dann ist. Da wird nicht mehr gedient, da wird geherrscht. Und somit wird natürlich auch das ganze System der Demokratie dann zur Farce irgendwo, weil es wird eine Systemdiktatur und keine Demokratie mehr. Denn in dem Bereich, wo die sich bewegen, bewegen die sich in eigenen Leuten, also Justiz, Politik, Vorschriften, Behörden, das ist alles eine Verbindung und die entscheiden, was zu passieren hat. Und du da unten kannst du noch nicken und wenn nicht, dann halt irgendwo verschwinden am besten. Liebe Zuschauer, so ist es auf unserer Welt, aber Menschen wie der Uwe Burka, die regen uns immer wieder an, über die Dinge nachzudenken. Und im zweiten Teil der Sendung kommen wir zu einer ganz tollen Geschichte, wie auch Sie zu so einem Buch kommen können und wie Sie die ganze Bewegung der Überlegung, des Nachdenkens, des Erkennens. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, 20, 30, 40, 50 Jahre unseres Lebens genau diesen Wegen gefolgt zu sein. Denn wenn man es nicht besser weiß, kann man es auch nicht besser tun. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man es besser weiß. Und wenn man da seine Handlungen nicht ändert, dann begeht man es vorsätzlich und dann hat man es auch auszubaden. In diesem Sinne, bis gleich nach der Werbung. Vielen Dank. timetodoshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück bei Time to Do nach unserer kurzen Werbepause. Bei mir heute zu Gast Uwe Burka, der Mann, der ein irres Buch geschrieben hat und vor allen Dingen ein Buch nicht aus der Theorie, sondern was Sie jetzt in der ersten halben Stunde gehört haben. Er lebt das, er setzt die Dinge um, er beschäftigt sich mit den Thematiken, wie Menschen wieder im Mittelpunkt stehen und wie die Menschen untereinander und miteinander wirklich ein goldenes Zeitalter schaffen könnten. Und dazu gibt es dieses wunderbare Buch. Bevor wir darauf zurückkommen und wie Sie es bekommen können, noch ein paar aktuelle Dinge, die jetzt diese Woche oder Anfang nächster Woche laufen. Viele von Ihnen erinnern sich, und ich sehe es an den Mails, die ich kriege, das Thema dieser Power Stripes, dieser Pflaster hat alle fasziniert. Dann haben wir ja gesagt während der Sendung, dass der Heilpraktiker, der das vorgestellt hat, auch die Möglichkeit anbietet, auf einem Seminar die ganze Thematik kennenzulernen und sich zu entscheiden, ob man das selbst nutzen will oder gar, ob man das in seiner Praxis anwenden will. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wann das Seminar ist. Und zwar, hier haben wir es schon. Der Vortrag, das ist ja mal ein bisschen arg groß hier, ne? Die haben das ein bisschen arg groß gemacht. Jetzt machen wir das mal ein bisschen kleiner und gehen da rein. So,
jetzt können wir das alle sehen. Vortrag FG Express, Powerstripes, die Kraft, sich zu bewegen. Am Samstag, den 6. Juni um 18.30 Uhr im Volkshaus in Zürich und am Sonntag, den 7. Juni ab 14 Uhr hier in Langenthal im Hotel Bären. Als Referent ist der Heilpraktiker Konstantin Mock da. Erleben Sie in einer 15-Sekunden-Präsentation, wie schnell sich die Wirkung der Powerstrips auf den menschlichen Körper auswirkt. Erfahren Sie, wie Powerstrips in der täglichen Praxis angewandt werden, bei Schmerzzuständen zur Optimierung von Heilprozessen des Körpers und zur Energiesteigerung im Allgemeinen. Konstantin Mock wird von Erfahrungsberichten aus der Arzt- und Heilpraktikerpraxis berichten und das Wirkprinzip der Powerstripes erläutern. Zudem gibt er einen Einblick in die Philosophie der Produktionsfirma und steht für einen Dialog mit Therapeuten und Anwendern zur Verfügung. Da sehen wir sie nochmal. Notieren Sie sich den Termin, wenn Sie in und um Zürich wohnen, am Samstag, den 6. Juni ab 18.30 Uhr im Volkshaus in Zürich und am Sonntag, den 7. Juni ab 14 Uhr in Langenthal im Hotel Bären. Das ist einer der Dinge. Ein weiteres Thema möchte ich Ihnen hier zeigen. Da freue ich mich auch schon. Alle, die mich persönlich sehen wollen, werden mich selbst treffen, und zwar in Sursee. Pink Floyd Live Orchestra, wir kennen das alle, We Don't Need No Education. Am 29. Mai in Zürich, am 30. Mai in Sursee und am 31. Mai in Bern, jeweils um 20 Uhr. Tickets über die bekannten Vorverkaufsstellen. Ticket Corner ist eine dieser, wo Sie das übers Internet beziehen können. Oder natürlich noch an der Abendkasse, wobei ich sage, saven Sie sich Ihre Tickets. Und jetzt gibt es noch was Besonderes für die Zuschauer. Alle die, die nach Sursee kommen wollen, für die habe ich noch was. Und zwar 10 Tickets hat uns der Veranstalter zur Verfügung gestellt für das Live-Orchestra-Konzert in Sursee. Wenn Sie eine dieser Eintrittskarten haben wollen, schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie an in der Redaktion. Bitte erst ab Montag, weil meine Assistentin hat eine Woche Urlaub und sonst komme ich gar nicht mehr zum Arbeiten, wenn das Telefon dann von morgens bis abends klingelt. Oder Sie schicken mir auch im Notfall eine SMS. Ist natürlich auch für mich immer zusätzliche Arbeit, weil ich muss das immer alles auswurschteln. Das Beste ist, Sie schreiben eine E-Mail, nur ich weiß, viele meiner Zuschauer haben keine E-Mail, die dürfen mich natürlich anrufen bzw. mir eine SMS schreiben, wenn Sie Interesse haben, eine dieser 10 Karten für das Pink Floyd Live Orchestra am 30. Mai in Sursee zu bekommen. So, was haben wir noch? Da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, hat mich eine Zuschauerin noch einmal angerufen, sie hätte das nicht mitbekommen, möchte aber unbedingt hin, weil das Thema der Manifestation sie sehr fasziniert. Für alle, die die Welt und ihr Leben verändern wollen, mit Alexa Hubler-Rida, Lara Bernardi und der Lena, am Samstag, den 20. Juni von 13 bis 16 Uhr, auch im Volkshaus in Zürich, hier zeigt man Ihnen, was Manifestation ist, was Sie daraus alles machen können, wie Sie Ihr Leben verändern. Mit diesem Impuls zeigen wir dir Möglichkeiten, wie du immer noch glücklicher und noch freudiger leben kannst. Alles liegt in dir. Du hast die Macht und die Kraft, dein Leben, das du dir wünschst, zu manifestieren. Wir freuen uns, mit dir unvergessliche Stunden zu verbringen und dir Impulse zu geben, die dich weiterbringen und dich zum Glücklichsein führen. Anmeldungen wissen Sie entweder über die Website www.bernardi.li oder über die Telefonnummer 079 602 15 14. Das ist also am Samstag, den 20. Juni. Und jetzt am Wochenende, er war am Mittwoch bei mir, am nächsten, das vierte Thai-Festival in Bottis Kräutergarten in Stetten. Das, liebe Zuschauer, ist auch wieder eine schöne Möglichkeit, auch Kindern mal die Thema
Kräuter nahezubringen und für alle Freunde der fernöstlichen Speisen und Getränken und auch der fernöstlichen Kultur und deren Deko und anderen Kleinigkeiten, die sind richtig, wenn Sie an dem Wochenende nach Stetten in Bottis Kräutergarten gehen. Da haben wir nochmal die Zeiten. 6. 7. Juni, 11 bis 23 Uhr und am Sonntag 10 bis 20 Uhr in Bottis Kräutergärtnerei in der Grabenmattstraße in Stetten. Thai-Food, Thai-Souvenirs, Live-Musik, verschiedene Kräuter im Angebot. Ganz einfach zu finden für die, die nicht wissen, wo es ist. An der A1 zwischen Bern und Zürich, an der Ausfahrt Baden-West fahren Sie von der Autobahn über Fislisbach, Niederrohrdorf, Busslingen bis nach Stetten. Gleich sind Sie da ganz einfach zu erreichen. Und last but not least möchte ich auch noch mal auf etwas anderes hinweisen. Ich habe einige Male darüber gesprochen. Nun ist das Angebot fertig. Auch das können die Zuschauer anfragen über die Redaktion oder es wird allen Newsletter-Empfängern zugeschickt. Und zwar Urlaub machen und dabei gesund werden in Travemünde an der herrlichen Ostsee in der Praxis von Sabine Linek. Hier ein paar tolle Bilder, wie schön Travemünde ist und die Ostsee. Und dann ist auf dem Angebot auch die ganze Thematik drauf, was die Zimmer kosten, was das Anreise kostet, was Flug- und Zugverbindungen kostet. Das können Sie alles anfordern und dann haben Sie alle Informationen, wie Sie 14 Tage Urlaub machen können in Travemünde und dabei sich von Sabine Linek behandeln oder ihr Blut untersuchen lassen. Das hat sie alles in ein wunderschönes Paket gepackt. Ich selbst durfte mir das anschauen, war auch oben in Travemünde und ich muss sagen, für Menschen, die in sehr bergigem Land, was die Schweiz ja ist, aufwachsen, ist es natürlich was ganz anderes, plötzlich an der See zu stehen und bis zum Horizont nur Wasser zu sehen. Eine tolle Geschichte. Leute, die es ein bisschen mit den Atemwegen haben, auch für die ist es gut. Meerluft, Bronchialerkrankungen sind da sehr, sehr gut zum Therapieren. Und natürlich direkt 20 Meter von der Ostsee weg, also von der Praxis der Sabine Linek, können Sie schon aufs Meer schauen oder auf die Ostsee schauen. Und wie gesagt, kleine und preiswerte Hotels gibt es da auch, natürlich auch große und ganz tolle. Da kann man sich je nachdem was aussuchen. Also alle, die das wahrnehmen wollen, vielleicht ihren Urlaub zu nutzen, um gleichzeitig wieder fit und gesund zu werden, die können auf uns zukommen, entweder telefonisch oder über E-Mail und uns kontaktieren. Ihnen schicken wir gerne die Information zu. Alle unsere Newsletter-Empfänger bekommen Sie sowieso. So, jetzt haben wir das Wichtigste verkündet. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem spannenden Thema. Jetzt möchte ich noch mal auf ein paar Punkte kommen, die im Buch angeschrieben sind. Also ich habe letztes Mal schon so ein bisschen aus dem Inhaltsverzeichnis zitiert, als ich es vorgestellt habe. Und wenn ich so den ersten Teil sehe, dann ist da die Headline bewusst im Wirtschaftsleben stehen. Das war ja der Punkt, über den wir eben schon ein bisschen gesprochen haben. Also wenn ich so einen Kugelschreiber mir kaufe oder nehme, nicht einfach Konsum und zack und gucke, dass ich einen Preiswert kriege und los geht's und dann den Mülleimer schmeißen, sondern mir bewusst zu werden, wie viele Menschen da beschäftigt sind, um diesen Kugelschreiber herzustellen und einfach eine Wertschätzung dessen zu erlangen. Dann hast du in viele Bereiche unterteilt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit war eben unser Thema. Polarität zwischen Produzierenden und Dienstleistern, das soziale Hauptgesetz, Zentralisierung, Dezentralisierung, was brauchst du wirklich, Ordnung schaffen, die Energiefrage, unser Stadt-Land-Verhältnis, Landwirtschaft, unser aller Basis muss neu gestaltet werden, Kulturentwicklung, Voraussetzung für eine gesunde Wirtschaft, die Rentenfrage, Erbschaften in die richtigen Hände geben, Umgestaltung der Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, assoziatives Wirtschaften, Regionalentwicklung mit Hilfe von Zukunftswerkstätten, dezentrale Entwicklungshilfe zur Heilung der globalen Probleme. Wenn ich mir diese ganzen Headlines so anlese, dann sind es eigentlich, ist der erste Teil, würde man sagen, ein Verständnisteil. Ja, wie stehe ich praktisch im Leben? Wie stehe ich zur Rente? Wie stehe ich zu den Landwirten?
Ja, wie stehe ich zur Energie? Ja, all diese Fragen, die haben wirklich mit Wirtschaft zu tun. Das ist Wirtschaft, wie wir untereinander unsere Bedürfnisse befriedigen, wie ich mit der Energie umgehe, wie ich mit dem Land umgehe und so weiter. Das ist Wirtschaft. Und das Geld, das ist eigentlich nur Mittel, um diese ganzen Dinge möglich zu machen. Und darum spreche ich erst in der zweiten Hälfte von dem Geld. Weil heute in unserem System machen wir nämlich das Geld zum Zentrum. Exakt. Und das Geld ist nicht das Zentrum. Wir, die Menschen, die sich entwickeln wollen, wir stehen im Zentrum. Und wie können wir uns gegenseitig helfen, uns zu entwickeln? Und wie können wir unsere Erde nutzen, dass sie uns dabei hilft? Ja. Und ein Punkt, den ich da herausgearbeitet habe, wo sich die wenigsten Menschen noch bewusst sind, aber jede Wirtschaft entsteht zwischen zwei Polen. Der eine Pol ist unsere Erde, auf der wir stehen, die uns Nahrung gibt, die uns frische Luft gibt. Das ist der eine Pol. Ja. Und der andere Pol, das ist unsere Kultur, unsere Fähigkeitsentwicklung, unser Geistesleben, ja, unsere Inspiration. Und fähige Menschen, wenn die mit der Erde umgehen, richtig umgehen, dann bleibt die Erde gesund und dann entwickelt sich der Mensch weiter. Und zwischen diesen beiden Polen, da entsteht alle Wirtschaft, da entsteht alle soziale Tätigkeit unter uns. Ja, und was machen wir heute? Wir rationalisieren genau diese beiden Pole weg. Wir rationalisieren unsere Erde weg. Wir vernichten unsere Erde dermaßen schnell jetzt. Und die Bildung wird auch wegrationalisiert. Da geht es nur noch um PISA, aber nicht mehr um Kunst und soziale Fragen. Ja, und es geht auch wirklich nicht mehr um den Kindern Bildung zu vermitteln. Wir sehen ja alternative Schulmodelle, wie zum Beispiel diese Sechenin-Schulen aus Russland, ja, wo Kinder in 4 Jahren ihre Matura oder ihr Abitur machen. Ja. Und zwar entscheiden sie selber, wann und was sie lernen. Aber es scheint so gut zu funktionieren, dass sie die, die in die Schule gehen müssen und Lehrstoff durchbrauchen müssen, dass sie die links überholen. Ja. Einfach so, als für mich ist ein Beispiel, ich habe meine 4 Kinder auf die Rudolf-Steiner oder auf die Waldorfschule geschickt. Die sind nicht immer hervorragend, aber ich muss sagen, für mich war das die beste Investition, die ich in meinem Leben getätigt habe. Meine 4 Kinder, die stehen heute wirklich ganz kräftig im Leben, sind sozial angebunden, machen also 2 meiner Söhne, die haben biologische Landwirtschaft studiert. Ja. Wow. Und die stehen wirklich im Leben und der eine zum Beispiel, der macht 12 Hektar Gemüse auf einem 100 Hektar biologisch dynamischen Hof. Und das macht er mit 2 Lehrlingen und 3 Praktikanten. Ja? Und da staunen manche Leute nur, aber er versorgt einige tausend Menschen mit Gemüse. Und zwar mit natürlichem Gemüse. Ja, ja, ohne die Erde zu vernichten. Ja? Und gleichzeitig findet da eine Kultur statt auf dem Hof auch. Ja? Also diese beiden Dinge, die sind so wichtig. Und das Geld ist wirklich nur da, um dieses möglich zu machen. Und ja, in der zweiten Hälfte bespreche ich ja auch, wie entsteht Geld, wer regiert Geld. Ja. Ich zitiere vielleicht gerade mal die Überschriften, die im zweiten Teil Thema sind. Wer regiert das Geld? Wie entsteht das Geld? Die 3 Geldebenen, eine Bewusstseinsfrage. Geld ist Wertbuchhaltung. Der alles tötende Wucher, Handel mit Boden, Arbeit und Kapital zerstört unser Leben. Investmentunternehmen schlimmer als die Banken. Profite für die Entwicklung von Mensch und Natur. Die Banken an die Leine nehmen. Vom Schuldgeldsystem zum Schenkgeldsystem. Ein realitätsbezogenes Geld. Alternative und komplementäre Geldsysteme. Die Rückeroberung der Macht. Steuer. Rungsmöglichkeiten, gut geschrieben, Kapital- und Steuerflucht verhindern. Also Themen, die aktuell sind. Jedes einzelne von den Headlines, die ich gelesen habe, ist derzeit aktuell wie nie zuvor. Wir sehen, wie sich der ganze Kreisel in immer größere Dimensionen, wie gesagt, vor kurzem in einer Sendung sagte ich, als ich so 10 Jahre alt war, haben wir das Wort Millionen mit einem, oh, da war man erschüttert, oh, Millionen, eine Million, das konnte sich gar keiner vorstellen, wie viel eine Million ist.
irgendwann in meinem Laufen des Lebens habe ich auch angefangen, mich mit dem Wort Milliarde zu umgeben. Und jetzt auf meine alten Tage muss ich jetzt lernen, mich mit Billionen zu beschäftigen, obwohl das so unrealistisch ist wie nichts anderes Vergleichbares auf dieser Welt, weil es sind alles nur Zahlen, die gemacht wurden. Es ist nichts aus der Natur entstanden. Und wenn Sie diese sogenannten Schuldenuhren sich angucken in New York, und da steht so eine horrende Summe drauf, die ein Vielfaches ist der Arbeitsleistung, die die Menschen in diesem Land in den nächsten 10, 20 Jahren überhaupt erbringen können, dann sieht man, wie das alles zur Farce wird. Und dann kann man das auch nicht mehr für Realität nehmen. Und wenn man dann noch erfährt, dass Geld, alles, was kreditiert wird, gar nicht vorhanden ist, weil wir wurden ja erzogen in dem Denken, die Banken nehmen Einlagen entgegen, verwahren die sicher, gehen verantwortlich damit um. Und wenn einer Geld braucht, können sie von den Einlagen gegen entsprechende Sicherheit und so weiter Gelder ausreichen und damit kann dann einer wieder wirtschaften und muss es dann wieder zurückzahlen. Das haben wir mal so gelernt, ist aber einfach gelogen. Denn entscheidend ist, das Geld entsteht in dem Moment als Zahl, wo es der Kreditnehmer braucht. Und jetzt kommt der Gag und der Kreditnehmer muss es mit seiner Arbeitsleistung als Wert erst der Bank erschaffen. Ich nenne das Betrug, wenn ich etwas vergebe, was ich gar nicht habe. Genau. Also ich beschreibe das System da drin, aber gleichzeitig versuche ich über das Verständnis, ich mache das einfach, also ich muss wirklich sagen, haben Sie keine Angst, liebe Zuschauer, dieses Buch zu lesen. Selbst der Unerfahrene in Wirtschaftsfragen kann jetzt durch meine Darstellungsweise dahinter kommen, wie unser System funktioniert. Und was ich aber wesentlich wichtiger finde, wie können wir da rauskommen, indem wir untereinander nämlich ganz anders mit unserem Geld umgehen. Selbst wenn wir nur wenig unter uns haben an Geld, ist es so, dass wir damit unwahrscheinlich viel aktivieren können. Ja, also unwahrscheinlich sind wir in der Lage, eigentlich unser System im Kleinen erstmal, aber dann mehr und mehr durch Beziehungen zu ändern. Ich kann jetzt hier nicht genau oder tiefer drauf eingehen, aber ich stelle vor, ein System, wie wir unser Schuldgeldsystem, wie du es eben beschrieben hast, wie wir das umwandeln können in ein Schenkgeldsystem. Und vielleicht nur so viel gesagt, wenn wir das System ändern, das können wir im kleinen Kreis anfangen, auch schon mit alternativen Währungen. Wenn wir das System ändern, kann nicht mehr Geld abgesaugt werden an nicht arbeitende Spekulanten, sondern dann können eigentlich die Werte, die geschaffen werden durch unser vieler Arbeit, die können direkt in das Kulturleben und in das Ökologische hineinfließen. Und das können wir wieder aufbauen. Und ich beschreibe mit einfachen Worten, wie wir das machen können und durch welche Zahlungsmittel wir das machen können. Und dass es keine Theorie ist, kann ich einfach dadurch sagen, wir haben in dem zweiten Dorf, was ich mit aufgebaut habe, in Thüringen, in Ostdeutschland, da hatten wir damals kein Geld, aber viele Ideen, viele Hände. Und was macht man? Wir haben selber eine Art Geld geschaffen, indem wir ein Gutscheinsystem entwickelt haben, wo wir unsere Leistungen ausgetauscht haben. Und wir haben immer Geld abgeschöpft daraus, eine gewisse Steuer gemacht oder Alterungsgebühr, aus der wir dann unser Kulturleben finanziert haben. Und dadurch ist das Ganze in Gang gekommen. Und ich muss sagen dazu, es hat vielleicht geholfen, dass die Umgebung sogar arm war. Hier ist es schwieriger in der Schweiz, weil wir so reich sind. Aber uns hat es geholfen. Wir waren damals in einer Gegend in Ostdeutschland, die war die Gegend mit der höchsten Arbeitslosigkeit, mit 33% Arbeitslosigkeit. Wow. Und wir haben uns vorgenommen, nicht selbstversorgisch unser Dorf zu machen, sondern unsere Aufgabe war, die Gegend zu beleben. Kulturell, ökologisch, wirtschaftlich zu beleben. Also was du jetzt alles gerade sagst, ich habe vor kurzer Zeit nochmals in der Hand gehabt, weil es um so ein Thema ging. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, das Experiment von Wörgl, Silvio Gesell. Ja, ja. Mhm. Genau da war die Situation ja gleich damals in Wörgl. Die waren ja auch komplett alles arbeitslos, alle Handwerker waren pleite, alles Mögliche. Ja. Und genau da hat man es so gemacht und man sieht, die Systeme greifen. Ja. In dem Moment, wo der Staat dann wieder eingreift, fällt wieder alles zusammen. Aber ich muss sagen, die greifen dann immer, wenn wir arm sind. Mhm. Aber wir sind jetzt, besonders hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland noch,
Wir sind in einer Situation, wo wir unwahrscheinlich Freiheit haben. Wir haben ja noch alles. Und wir haben wahnsinnig Geld. Und wenn wir diese Freiheit jetzt nutzen würden, parallel jetzt ganz neue Strukturen aufzubauen, ja, dann könnte so viel passieren. Und ich behaupte einfach, dass wir, oder sagen wir mal so, nach meiner Meinung haben wir im Augenblick in der westlichen Welt hier vielleicht 40%, die allgemein dem zustimmen, was wir jetzt hier so sagen, ganz allgemein. Mhm. Ja, das ist richtig, das System taugt nichts und wir sollten es anders machen. Aber es sind vielleicht nur 10%, die etwas anders machen, Bio einkaufen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder so. Ja? Aber oft dann eben trotzdem bei Nestle weiterarbeiten oder bei der Bank. Ja? Aber ich denke, wir haben zurzeit, nach meiner Einschätzung, vielleicht nur 1% der Bevölkerung, die wirklich etwas machen. Praktisch, arbeitsmäßig, kulturell, politisch vielleicht ein bisschen, die wirklich auf allen möglichen Ebenen was machen, was wirklich Vorzeigemenschen sind sozusagen. Ja? Aber das reicht nicht. Wenn unser System gegen die Wand fährt, und wir sind ja kurz davor, ja, und man muss sagen, in Asien, da sind die meisten ja schon gegen die Wand gefahren und in Afrika, auch in Südeuropa. Aber wenn wir hier gegen die Wand fahren und es sind nur 1% der Menschen da, die es anders können, das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir brauchen 5% unter uns, die die Dinge anders machen. Und wenn es dann zusammenbricht, dann ist die Saat genug, um das ganz neu anzufangen. Und auf andere. Mir geht es nicht darum, 50% der Menschen zu ändern. Das können wir bei unseren Medienkultur sowieso vergessen. Richtig. Aber wenn wir was schaffen sollten, 5% der Menschen, die sich wieder mit Bauern zusammentun, die ihre Häuser wieder anders renovieren, also dass wir keine Energie brauchen, fossilen Energien brauchen, ja, die wieder anfangen, mit den Nachbarn zu assoziieren, Kommunikation, die wieder dezentral arbeiten und so, ja, dann hätten wir wirklich was erreicht. Das wird auch irgendwann wieder kommen. Leider ist es so, es ist immer wieder eine Erkenntnis, die mich etwas frustriert auf der einen Seite, aber auch motiviert auf der anderen Seite, dass diese Bequemlichkeit, die wir uns angewöhnt haben, dass dieses Hingetrottel und dieses Beriesen lassen, dass wir da so schon hineingefallen sind, dass wir nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Und das ist so eine Thematik. Dazu, liebe Zuschauer, und dass er genauso ein Mensch ist, wie er auch da erzählt, der Uwe, beweist er, und zwar in der Thematik, dass A, diese Bücher, die er uns mitgebracht hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sogar, Dankeschön, 10 hatte ich ihn gebeten, 12 Bücher hat er uns mitgebracht. Diese 12 Bücher sind natürlich für unsere Zuschauer. Sie kennen es, schreiben Sie an redaktion@timetodo.ch oder schreiben Sie an FreeTV AG Time to Do in der Lotzwilstraße 66 in 4900 Langenthal. Oder, wie gesagt, Sie rufen an, dann können Sie eines dieser tollen Bücher haben, liebe Zuschauer. Und zwar hat er 10.000 Stück kostenlos verteilt oder verteilt sie gerade, 6.000 knapp sind, glaube ich, noch da, an Menschen, die sie haben wollen. Sie können das auch über den Shop in Zukunft tun. Schreiben Sie nach den Adressen und E-Mailen den Uwe Burkhardt direkt an oder Sie schreiben hier an die Redaktion. Dann erhalten Sie auch eines dieser Bücher. Und nicht vergessen möchte ich, dass Sie hingehen sollten und vielleicht überlegen, dass Sie eine Spende einreichen, denn die nächsten 10.000 warten wieder gedruckt zu werden. Und da wäre es toll, wenn die Möglichkeit haben, auch wir beteiligen uns dran, eine Spende ihm einreichen, dann können die nächsten 10.000 gedruckt werden und das wäre das erste Schneeballsystem, was ich klasse finden würde. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Uwe. War eine tolle Geschichte und weiter so. Und Ihnen einen schönen Abend. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.